Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 50 50. Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freie Themennacht, heute 4 Minuten hier allein im Radio, dann kommt das Fernsehen dazu. Schön, dass ihr da seid. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Meine obligatorische Frage bei einer freien Themennacht, 0800 220 50 50. Erster Anrufer ist Frank und Frank ist 40 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallo Frank, um was geht's bei dir? Ich habe mich vor 1,5 Jahren mit einer Frau liiert, die ich kennengelernt habe als Köchin. Und die mir nach wenigen Wochen schon gestanden hat, dass sie früher anschaffen gegangen ist. Ja. Und mit diesem Leben eigentlich abschließen wollte und deswegen auch als Köchin gearbeitet hat. Ja. Und ja, das ist dann diese Kneipe, wo sie Teilhaberin war, ist in Sand gesetzt worden. Aha. Und dann kamen wohl irgendwelche Geldprobleme und alte Schulden und so weiter. Aha. Und sie hat mir dann nach 1/2 Jahr gestanden, dass sie wieder anschaffen geht. Aha. Obwohl du mit ihr zusammen warst oder bist. Genau. Immer noch bist? Nee, nicht mehr. Nee. Also ich habe dann sofort mit ihr Schluss gemacht, weil 1/2 Jahr das zu verschweigen und die Situation überhaupt ist nichts für mich. Mhm. Wie sehr warst du denn in sie verliebt? Sehr. Sehr? Ja, sehr. Immer noch. Immer noch? Ja. Mhm. So sehr, dass du ihr vielleicht das doch verzeihen könntest und dass es nochmal ein Zurück gäbe? Nee, ich glaube nicht, dass es da ein Zurück gibt, weil es einfach eine zu große Kluft ist. Also ich habe mit Puff gehen und mit zu Huren gehen oder so überhaupt nichts am Hut. Mhm. Und auch überhaupt keine Erfahrung. Es ist für mich einfach eine vollkommen fremde Welt, die ich höchstens aus dem Fernsehen kenne. Als sie dir das damals gesagt hat und offenbart hat, gestanden hat, dass sie das schon mal gemacht hat oder vor Jahren gemacht hat, da war es kein Problem für dich? Das war in Ordnung, weil sie ja von dem Leben weg wollte. Mhm, ja. Bei mir kommt erschwerend hinzu, ich bin nicht mehr, aber ich war über 3 Jahre tätig in der Forensik. Das heißt, ich habe mit psychisch gestörten Straftätern zu tun gehabt und da waren eben sehr viele Vergewaltigungstäter und kenne so das Täterprofil und ich weiß, was in verschiedenen Köpfen abgeht und ich kenne ja auch nur die aus meinem Bundesland, die gefasst worden sind und ich weiß, dass draußen einfach ganz, ganz viele krumme Leute rumlaufen. Was hat das und mit der Frau zu tun? Ich habe einfach viel zu viel Angst um sie gehabt. Ach so. Mhm. Ja. Die Angst müsstest du dann ja jetzt immer noch haben, auch wenn ihr gar nicht zusammen seid. Ja, anscheinend macht es jetzt seit 1 Monat nicht mehr. Ja. Habe ich heute gehört, aber... ich meine, die Angst, ich meine, das hat ein bisschen um die Ecke gedacht. Die Angst kannst du ja generell immer haben, wenn Frauen auf die Straße gehen. Ja, aber ich kann keine Beziehung dabei führen. Ich meine, das ist ja nicht nur bezogen auf eine Hure, dass sie in dieser Gefahr steckt. Nee, aber das verschärft die ganze Sache ganz ungemein. Mhm. Ja, jetzt sagst du so, du hörst, dass sie eventuell wieder aufgehört hat und du liebst sie irgendwie immer noch, sagst aber dennoch ein klares Nein. Ja. Mhm. Warum hast du angerufen? Weil ich eigentlich mit niemand drüber reden kann. Mhm. Und weil ich habe jetzt in den letzten Tagen deine Sendung eher verfolgt. Ja. Und da, ja. Und da war letzte Woche zum Beispiel irgend so ein Mädchen, die war 23, meine ich. Und die fand es einfach total toll, diesen Job zu machen jetzt. Mhm. Fand die Kohle total klasse. Und steht eigentlich am Anfang von dieser Berufskarriere. Hat auch sonst keine Ausbildung gehabt. Und ich habe so das Gefühl, die weiß gar nicht, auf was sie sich einlässt, was die Zukunft ihr zum Beispiel bringt. Ja. Deswegen frage ich da auch mal sehr eingehend. Aber wenn die Frauen dann ganz klar sagen, nee, ich habe mich dafür entschieden, dann respektiere ich das auch, wenn ich das Gefühl habe, dass sie wirklich sich sehr viele Gedanken gemacht haben. Ich gebe dir natürlich recht, dass es mit ungeheuren Problemen verbunden sein kann und ich habe genügend Geschichten hier auch schon gehört, die das bestätigen, in der Tat. Ja, mein Lieber, aber was deine Geschichte anbelangt, die ist gegessen. Das tut mir leid. Denk ich mal, ja. Ja, hoffe, dass du dennoch eine nette Frau findest bald. Ja, wird sie schon. Oder vielleicht auch nicht, ist mir auch wurscht. Naja, alles Gute, Frank. Okay, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, im Fernsehen läuft ja Vorspann. Das heißt, jetzt ist die ganze Gemeinde gleich versammelt und wir können loslegen nach dem Gespräch mit dem Anrufer von gerade. 0800 220 50 50, so erreicht er uns. Und jetzt kommt das Fernsehen.
Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, ihr lieben Fernsehzuschauer. Wir sind ein bisschen zu spät im Fernsehen, bitten das zu entschuldigen. Schön, dass ihr auch da seid. Wir haben heute eine Freithemennacht. Freithemennacht heißt, ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, unter dieser Telefonnummer hier 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de oder faxt mir unter 0800 220 5051. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Wir können uns über alles Mögliche und auch alles Unmögliche unterhalten. Ich bin verbunden jetzt mit der Marion und Marion ist 49 Jahre alt. Hallo, Halli. Hallo, Domian. Hallo, Marion. Ja, meine Geschichte ist, mir ist dieses Jahr im Sommer was Schreckliches passiert. Ich hatte eine schwere Erkrankung und musste also operiert werden in Berlin und bin dort ins Koma gefallen. Und war 3 Wochen im Koma. 3 Wochen? 3 Wochen im Koma. Ja. Und das Schlimme daran ist, dass ich mit meinem verstorbenen Mann gesprochen habe. Ah, also hast du ein sogenanntes Nahtoderlebnis gehabt? Ja. Ja? Ja, und das beschäftigt mich ungemein, weil ich jetzt nicht weiß, ob das also ein Traum war oder ob das Wirklichkeit war. Gibt es ein Leben nach dem Tode? Ja. Wie lange ist dein Mann schon verstorben? Mein Mann ist jetzt 15 Jahre. 15 Jahre schon. Ja. Beschreib doch mal genau, was du im Koma bei diesem Nahtoderlebnis erlebt oder gesehen hast. Er war ganz deutlich vor mir, so wie er gelebt hat, so wie ich ihn kannte. Und sagte immer nur zu mir, was willst du hier oben, mach, dass du runterkommst. Wir haben noch, mein Sohn ist 22, wir haben noch ein Kind, der braucht dich trotzdem noch. Mhm. Und dann hatte ich so ein ganz leichtes, lockeres Gefühl, als wenn ich schwebe, als wenn, man hört das ja immer, wie so eine Feder. Ja. Und gab es Farben um dich herum oder eine Räumlichkeit, einen Raum? Nein, eigentlich nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Ich habe also nur, wie mein Mann da so stand vor mir und ich stand dann so genau vor ihm und er sagte immer, was willst du hier, auch mit einem bösen Gesichtsausdruck denn zum Schluss. Und und dann... Hast du reagiert? Hast du auch etwas gesagt? Nein, gesagt habe ich nicht. Du hast gar nichts gesagt. Du hast es nur alles wahrgenommen und du hast es dir angehört, was er gesagt hat. Ja. War dir währenddessen, hast du darüber nachgedacht, dieses ist jetzt vielleicht der Übergang von der einen Welt in die andere? Ja, ich glaube schon. Mhm. Also dir war währenddessen bewusst, was eventuell da gerade vor sich geht. Ja, und dann hatte ich so ein ganz, ich sag mal, wir alle hatten ja bestimmt schon mal so einen Traum, du fällst von der Brücke und kurz bevor du eben auftippst, sage ich mal, dann machst du ja die Augen auf und wirst wach. Als dein Mann zu dir gesagt hat, nee, was willst du hier oben? Du hast noch einen Sohn zu versorgen und so weiter. Wie hast du dich da gefühlt? Hast du dich mehr zu ihm hingezogen gefühlt, also zum Jenseitigen, wenn es denn so ist, oder? Zwiespalt. Mhm. Ich wusste nicht, ich sag mal jetzt heute so im Nachhinein, ich weiß nicht, was ich eigentlich so genau wollte. Mhm. Und dann hatte ich eben dieses ganz lockere Gefühl wie so eine Feder und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war angenehm, das war nicht unangenehm. Ja. Als wenn ich schwebe. Und dann kurz bevor man so, als wenn man so runterfällt, habe ich die Augen wieder aufgemacht, meine Mutter saß an meinem Bett und ich wollte ihr das gleich so sagen und konnte nicht sprechen, weil ich auch einen Luftröhrenschnitt bekommen hatte und da hatten sie die Membranen noch nicht eingesetzt. Also war dieses Erlebnis, dieses Nahtoderlebnis unmittelbar vor deinem Erwachen aus dem Koma? Ja. Mhm. Bist du ein gläubiger Mensch und glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Nach dem Tod meines Mannes habe ich immer gesagt, ich glaube nicht daran, Gott kann nicht zulassen, so eine junge Familie auseinanderzureißen. Mhm. Mein Sohn war damals 6 und mein Mann ist auch noch im Urlaub verstorben, also lag morgens tot im Bett. Ja. Und da war ich immer so im Zwiespalt. Ich habe gesagt, das kann Gott nicht wollen. Und dann bin ich auch vor 1,5 Jahren ja erkrankt. Wir hatten im Frühjahr schon mal drüber gesprochen. Ich hatte ein Analkarzinom und hatte diese geplatzte Bauchdecke. Oh, ich erinnere mich sehr gut. Ja. Ich erinnere mich sehr gut, dass du sehr, sehr schwer krank warst. Und mich sehr beeindruckt hat, weil du sagtest, dass wirklich die Därme aus dir herauskommen. Ja, das haben die jetzt also in der Charité. Und ich sage Gott sei Dank, dass ich in diese Charité gegangen bin. In Berlin? In Berlin. Ja. Sonst wäre ich heute nicht mehr am Leben. Die haben also von einer Sekunde sofort reagiert, weil ich habe keine Bauchdecke jetzt mehr. Mhm. Ich
Sie darf also auch nicht mehr schwer heben. Ja. Sie mussten mir 40 Zentimeter Dünndarm entfernen, weil sie das gar nicht mehr in meinen Körper alles reinbekommen haben, weil der Darm sich schon so ausgeweitet hatte. Ja. Und deswegen bin ich auch ins Koma gefallen, weil es waren Bakterien unter der Bauchdecke. Ja. Und da ist dann Luft wohl dran gekommen. Ja, oder man sagt ja immer, wenn Luft dran kommt, und das hat sich sofort in die Blutbahn, dass also die Leber, die Lunge, die Niere, alles hat versagt. Bist du ins Koma gefallen nach einer Operation? Ja, die haben mir die Bauchdecke jetzt, wollten sie mir die mit dem Gitter wieder schließen, weil also. Mhm. So. Also ist das war wirklich nur eine ausgesprochen schwere Erkrankung, ja. Die wo du wirklich haarscharf am Tode wahrscheinlich vorbei, ja, geglitten bist. Ja. Was macht jetzt dieses Erlebnis mit einem, wenn man so etwas erlebt hat und man selbst unsicher ist? Habe ich das geträumt oder war das irgendwie, ja, doch eine Realität? Ganz unsicher bin ich, und das beschäftigt mich also seit ich wieder aus dem Koma. Das ist Mitte Juni gewesen. Und ich war ja dann anschließend auch noch in der Reha. Ich habe da auch mit der Therapeutin drüber gesprochen. Das beschäftigt mich nach wie vor, weil ich... Letztendlich finde ich ja, egal ob man jetzt daran glaubt, dass das ein Signal aus dem Jenseits war oder was auch immer, eigentlich ist das, was du erzählst, ob es nur aus dir selbst kommt oder von irgendwo anders, durchaus positiv. Es ist ja etwas sehr Lebensbejahendes. Ja. Ne, da strömt ja eine Kraft aus zu dir hin, lebe, mach es. Ja. Ne? Ja, also es sah wohl wirklich nicht gut aus, so wie im Nachhinein meine Mutter und mein Sohn mir das auch erzählt haben. Also die Ärzte hätten zu dem wortwörtlich gesagt, 80% der Patienten überleben das nicht, nur 20%. Und ich bin auch froh, dass ich nochmal von der Schippe gesprungen bin. Ja, insofern kann man dieses nennen wir es mal Nahtoderlebnis, ja durchaus positiv bewerten, egal wie man es jetzt interpretiert. Weil es dir einen Lebensschub gegeben hat, ne? Ja. Vermutlich. Ja, ja, doch. Also ich und bin Frage, auch jetzt so voller Tatenkraft. Also ja, siehst du, ja. Obwohl ich eingeschränkt bin, ich darf also weder heben noch strecken mich in Zukunft oder sowas, weil sonst das wieder alles reißen könnte. Wobei, das heißt, du musst ein vorsichtiges Leben führen, aber lieber ein vorsichtiges Leben als gar kein Leben oder sehr schwer doch, krank zu sein. Ich hoffe, dass der Krebs nicht wiederkommt, dass ich das geschafft habe. Ne? Ja, das wünsche ich dir wirklich auch von Herzen. Ja. Ich wollte gerade nur sagen, ich glaube, wenn mir so etwas passieren würde, mir, der ich auch kein Gläubiger, kein im traditionell gläubigen Sinne, kein gläubiger Mensch bin, könnte es, glaube ich, durchaus sein, dass man da doch erneut ins Nachdenken kommt. Ne? Ja, meine Freundin sagte nur zu mir, eine beste Freundin, die ich schon über 35 Jahre kenne, Gott hat dir diesen Weg geebnet. Du solltest durch das Ganze gehen. Ja. Ja, nimm es doch einfach so. Ich sollte es positiv sehen, ja, nicht negativ, weil ich dem Mann das mal gesagt habe, was verlangt Gott eigentlich noch alles von mir? Ja. Es reicht jetzt langsam. Ja. Ne? Ich finde das einen durchaus guten Ansatz von deiner Freundin, was sie sagt. Ja. Das so zu sehen. Und vielleicht, du musst ja nicht im klassischen Sinne eine gläubige Person werden, aber es kann ja so einen spirituellen Impuls für dich jetzt geben für dein Leben, und das ist gut. Das kann. Ja. Ich sag nach wie vor, ich habe das damals nach dem Tod meines Mannes gesagt, immer, man sollte jeden Tag genießen, den man lebt. Es kann der letzte sein, weil mein Mann ja auch sehr früh verstorben ist. Aber man kommt dann irgendwann wieder in diesen alten Trott rein. Und jetzt habe ich mir das aber vorgenommen, ich mache jetzt wirklich nur noch das, wozu ich Lust habe, ne? Und genieße das Leben. Ne? Hoffentlich hält das wirklich jetzt lange an. Ja. Ne? Das würde ich dir wirklich wünschen. Ich kenne das auch, dass man sich irgendwas vornimmt und dann veräppt das irgendwann doch wieder. Ja, okay, wenn man dann wieder berufstätig ist, dann kommt man so in den alten Trott. Ja, aber ich glaube, das war so gravierend bei dir, da habe ich doch die Hoffnung, dass das anhält. Also ich denke wirklich, dass ich von der Schippe gesprungen bin und das ich noch mich, geschafft habe. Ich freue mich, von dir nochmal gehört zu haben, weil mich das damals wirklich sehr beeindruckt hat. Meine Kollegen übrigens auch, wir haben noch einige Mal darüber gesprochen, was für ein schwieriger und schlimmer Fall das war. Ja, also ich sag ja, wenn die Fotos, ich habe ja auch Fotos von dem Bauch gemacht vorher, wenn ich mir die heute angucke, dann denke ich, da bist du bald ein Jahr mit rumgelaufen. Ja, unglaublich. Aber jetzt ist gar nichts mehr da. Jetzt ist also alles weg. Ich gratuliere zur Genesung. Ja, danke. Und wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute, Marion. Ja, danke. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Ihr Lieben, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was, ihr kennt das ja, Telefonnummer 0800 220 5050 oder Faxnummer 0800 220 5051. Über was habt ihr Lust, mit mir zu reden? Das sind freie Telefonnummern oder Faxnummern, dann ruft an. Wen haben wir hier? Marion. Marion ist noch eine Marion. 35 Jahre alt. Hallo. Ja. Hallo. Hallo Marion. Dein Thema. Ja, und das geht darum, und zwar, ich bin jetzt ein halbes Jahr verheiratet. Mhm.
Und ich habe mit dem Mann zwei Kinder. Ja. Wir sind 5 Jahre zusammen. Mhm. Und jetzt habe ich erfahren, der ist fremdgegangen. Ja. Und er trinkt auch viel Alkohol, ja. Zwei Kinder, 5 Jahre zusammen. Ja. Und nun ist er fremdgegangen, hast du erfahren? Ja. Wie hast du es erfahren? Ja, ich habe das so gemerkt, wie er sich verhält, das habe ich so gespürt. Mhm. Und ich habe ihn immer gefragt und er hat mir das dann gesagt. War das jetzt so ein einmaliges Ding oder hat er eine richtige Affäre neben mir laufen? Ja, er sagte nur einmal, aber ich sag mal, ob einmal, weiß ich nicht. Also sagt er jetzt, kann ich ja nicht so wissen, mhm. Das weiß ich nicht. Er behauptet das. Ja. Nein, da ist es schon, finde ich, schon wichtig. Also wenn er jetzt einmal mal, wenn die Hormone mit ihm durchgegangen sind oder ob er parallel zu eurer Beziehung eine andere Affäre aufgebaut hat, das ist schon ein großer Unterschied, finde ich. Affäre glaube ich nicht, aber ich weiß nicht, der ist zwar öfters weg, ob mehrmals, weiß ich, ich vermute, weiß ich nicht genau, weil wenn er weggeht, dann kommt er ja auch manchmal nächtelang nicht nach Hause. Wie kommt das denn? Wo treibt er sich dann rum? Ja, ich weiß es nicht, ich weiß es einfach nicht. Was sagt ihr denn, wo er sich rumtreibt? Der sagt mir gar nichts, weil er war da beim Kollegen, dann da, mhm. Der sagt mir das nicht. Und es gibt ein Alkoholproblem, sagst du? Ja. Ein großes? Ja. Also der Alkohol nicht, hätte ich wirklich einen guten Mann. Das heißt, du würdest sagen, dass es der Mann ist alkoholkrank? Ja. Ja. Wie lange schon? Auch so lange? Wie lange ihr zusammen seid? So lange eure Beziehung läuft? Er hat mehr getrunken, muss ich sagen. Aber ich habe es wirklich geschafft, dass er in Maßen jetzt trinkt. In Maßen. Nur ist ein bisschen Theater in der Wohnung, sage ich mal. Dann hat er einen Grund, um abzuhauen und trinkt bis zum geht nicht mehr. Ja. Kann er seinem Beruf noch nachgehen? Er geht nicht arbeiten. Er geht nicht arbeiten. Mhm. Das heißt, er lebt von Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe. Ja. Mhm. Auch schon sehr lange. Ja. Ja. Hat das auch mit dem Alkoholismus zu tun? Würdest du sagen, wenn er nicht trinkt, hätte er mehr Antriebskraft und würde mehr vielleicht die Kraft auch woanders reinstecken? Weiß ich nicht. Wie alt ist er? 40. Mhm. Weiß ich nicht. Also da sind ja jetzt zwei dicke Probleme, wobei mir fast der Alkoholismus das größere Problem scheint als dieses vielleicht ein-, zweimalige Fremdgehen. Oder wie siehst du es? Ja, wenn er bei dem bleiben würde, ich weiß es ja nicht. Mhm. Ob es jetzt durch Alkohol passiert ist oder nicht, ich weiß es nicht. Hat er das erklärt? Hat er gesagt, das ist so und so zustande gekommen oder spricht er nicht eingehend darüber? Er sagt auch, durch den Stress hier zu Hause mit den Kindern und unser Theater, dann weiß er manchmal nicht, wo er dran ist. Mhm. Ja. Sieht er selbst sich denn als alkoholkrank? Er sagt selber, er braucht den Alkohol, ja, sagt er, ja. Wurde denn schon mal so ein Thema aufs Tablett gelegt von wegen Entziehungskur? Habe ich alles gemacht. Und wie reagiert er darauf? Er verspricht mir alles 3-4 Tage, ich mache alles für dich. Mhm. Ja, und im Endeffekt 3 Tage sind vergangen und er tut gar nichts, hat alles vergessen. Und immer dasselbe? Ja. Mhm. Gehst du arbeiten noch? Nein, ich habe ja die Kinder, du hast die Kinder. Nein. Aber du musst dich mit allem rumschlagen. Du hast den Haushalt, die Kinder und hast den alkoholkranken Mann an der Backe. Ja, gut, ich sag mal so, im Haushalt oder so hilft er mir, macht er. Das, also kann ich nicht sagen, das macht er. Auch mit den Kindern. Nein, ich glaube wirklich. Ich wisch das mal ein bisschen zur Seite mit dem Fremdgehen. Obwohl ich das nicht sehr zur Seite wischen will, aber ein bisschen schon. Ich glaube, dass die Alkoholerkrankung euer Hauptproblem ist. Aus dem wahrscheinlich sehr viel resultiert. Auch du machst ja Andeutungen, dass es in eurer Beziehung auch Spannungen gibt und Probleme. Dass es mit Sicherheit damit einhergeht. Ja, aber was soll ich machen? Ich habe immer gesagt, ich helfe dir. Nur ich kann nicht mehr, ich habe auch keine Lust mehr. Ja, das ist das ganz große Problem, wie man mit einem Alkoholiker umgehen soll. Ich weiß nicht, ob du zufällig vorgestern im ZDF Kerner gesehen hast, Johannes B. Kerner. Da war die Frau Junke zu Gast. Ja. Die sehr viel und eingehend und, wie ich finde, sehr beeindruckend und auch erschütternd erzählt hat von ihrem Leben mit einem Alkoholiker. Mhm. Und wie hilflos man als Co-Alkoholiker, so nennt man das ja, wenn man nah an einem Alkoholiker dran ist, wie hilflos man da ist. Und das ist eigentlich gar kein klug. Da war auch ein Therapeut dabei, der auch sagte, eigentlich gibt es gar keinen wirklich klugen Rat. Man könnte die Leute fallen lassen, ja, man könnte sie fallen lassen. Dann geht er aber kaputt, das weiß ich. Ja.
Da hat man, kann man immer die Hoffnung verbinden, dass er irgendwann aufwacht und sagt, ja, ich muss was, ich muss etwas für mich tun. Da habe ich aber nicht die Kraft mehr zu, das kann ich nicht. Das kann ich nicht immer hin und her. Gut, ich habe vielleicht auch einen Fehler gemacht. Ich habe zu ihm gesagt, so, und du packst heute kein Bier mehr an. Mhm. So, weißt du, was ich dir empfehlen würde, Marion? Mhm. Es gibt Selbsthilfegruppen für Menschen, die mit Alkoholikern zusammen sind. Ja, aber der sagt dann zu mir mal, du musst mit. Dann meint er immer, ich bin dumm, blöd. Nein, nein. Ich meine eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von Alkoholikern. Mhm. Das heißt, da gehst du erstmal alleine hin. Ja. Da gehst du alleine hin und da sitzen Betroffene, die haben alle direkt an ihrer engen Seite, Männer, Frauen, Freunde, Geliebte, die sind Alkoholiker, Schwerstalkoholiker. Ja. Und ich glaube, dass man in diesem Kreis sehr viel Erfahrung austauschen kann und auch Tipps bekommt, wie man sich verhalten soll. Ich weiß ja nicht mehr, ich habe alles versucht. Das hast du noch nicht gemacht? Nee, das nicht, nein, nein. Ja, das wusste ich auch nicht, kannte ich auch nicht. Ja, das halte ich für eine sehr, sehr, sehr kluge Sache, wenn man das so hört, wenn Leute das tun. Um so ein bisschen vielleicht auch wieder selbst in die richtige Richtung zu kommen, weil ich glaube, alles, was du im Moment machst, ist irgendwie falsch. Alles, immer ich. Ja. Und immer bin ich das. Alles, was ich tue, was ich verkehrt mache, ja. Immer ich. Nur ja. Ich. Ja. Kein anderer. Er ist ja rein, ihm trifft ja keine Schuld. So, jetzt wirst du gleich auflegen. Ja. Dann ruft dich meine Psychologin, die Elke. Also soll ich weiter versuchen und ihnen helfen? Nein, ich würde sagen, du gehst diesem Weg jetzt mal nach, dass du in eine Selbsthilfegruppe von Co-Alkoholikern gehst. Mhm. Und meine Psychologin wird dir gleich da noch genauere Auskünfte und Informationen zu geben. Ja. Okay? Mhm. Alles Gute von Herzen, Marion. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Dirk, 34 Jahre alt, guten Morgen. Hallo? Ja, hallo Dirk. Ja, grüß dich erstmal. Dirk hört sich an, als würde er irgendwo auf der Autobahn sein. Ja, ist draußen parkplatzmäßig. Am Parkplatz, ja. Über was reden wir, Dirk? Ja, über mein Hobby oder mein Faible. Ich habe zu Hause Steiftiere. So. Steiftiere? Ja. Ja, warum auch nicht? Ja, und das, ja, wie soll ich sagen, jetzt nach dem Tod meiner Mutter, ja, das schränkt einen ganz schön ein. Also ich stoße auch auf wenig Verständnis jetzt. Für dein Hobby? Ja, was heißt Hobby? Ich will jetzt nicht sagen Fetisch oder Faible. Das hat mit 16 hat das angefangen und ja? Das hat sich jetzt so durchgezogen und ja. Und ich habe jetzt. Und deine Mutter war diejenige, die das verstanden und toleriert hat. Deshalb meintest du das gerade. Ja. Ja. Jetzt erzähl erstmal, wie viele Steiftiere du zu Hause hast. Ja, ich habe 34 auf dem Bett. Ja. Also unterschiedliche und dann auf der Sitzgarnitur habe ich auch welche und ja, im Keller circa 400 Stück. 400 Stück im Keller? Ja, aber alles ordentlich, ne? Nicht einfach in eine Kiste rein. Warum müssen die 400, die Armen denn im Keller sitzen? Warum dürfen die nicht oben in der Wohnung sein? Ja, ich bin Junggeselle. Ich habe jetzt eine 33 Quadratmeter Wohnung. Das ist voll. Verstehe, da passt nicht alles rein. Ja. Das heißt, die Lieblingssteiftiere sind oben in der Wohnung? Ja. Ungefähr ja 34, 45, 50 vielleicht maximal? Ja, es kommt hin. Also. Ja. Was sind das so für welche? Sind das, du sagst, vermischt? Sag mal so ein paar Beispiele. Ja, also am liebsten habe ich die großen, die man jetzt hier, sag mal, auf Kranger Kirmes oder überhaupt auf Kirmes kriegt. Diese, was eine Zeit lang in war, rosa-rote Panther, ja. Pokémons oder die ganz alten Sachen, ja. Die es da gab hier. Also da sind große Steiftiere bei, aber auch kleine. Nee, Größe ist schon, also die müssen schon eine bestimmte Größe haben. Also ich sag mal so 60 Zentimeter und die müssen große, runde Augen haben. Ach so. Weil, und das Gesicht muss was aussagen. Also ist nicht irgendwie was, das muss mich auch ansprechen. Jetzt hast du gerade so nebenher gesagt, das ist zu, du hast das Wort Fetisch fallen lassen. Hat das was Sexuelles? Ja, ich weiß nicht, das ist so eine Sache, also ich bin nicht schwul oder irgendwie so verklemmt. Wenn ich zum Beispiel, ich habe ein paar Bekanntschaften gehabt, 3 oder 4. Ja. Und ich habe sie auch mit nach Hause genommen, weil ich das nicht als Problem empfinde, so ja. Für mich jetzt. Ne? Aber, Mädels hast du mir nach Hause genommen. Ja. Ja.
Und ich sag mal, die eine ist klar, erst so, oh, wie süß, wie knuffig und ja, und dann im Nachhinein läuft da nichts mehr. Und wenn man sich im Nachhinein auch nochmal sieht oder so, dann wird gelacht und gekichert und. Okay, ja. Das sind die Auswirkungen. Meine Frage ging aber in eine andere Richtung. Haben diese vielen Steiftiere und die Steiftiere, die du in der Wohnung hast, die dich mit tollen Augen angucken und so weiter, haben die für dich eine sexuelle Ausstrahlung? Machst du mit denen sexuell irgendwas? Sie sind dabei. Also ich kann mir nicht vorstellen, mit einer Frau intim zu werden, wenn sie nicht auf dem Bett sind. Ah, komm mal, da schon her. Da lege ich auch großen Wert drauf. Das heißt, wir reden jetzt Tacheles, ne? Sonst reden wir um heißen Brei und das bringt nichts. Das heißt, wenn du onanierst, müssen die Steiftiere auch dabei sein? Ja. Weil dich das geil macht, wenn die da stehen? Wenn sie mich angucken. Ah, daher die Augen. Die Augen sind wichtig, sagst du. Ja. Ja? Also das heißt, wenn ganz viele Steiftiere auf oder um dein Bett herumstehen und dich angucken, ist das für dich die beste Voraussetzung, dich optimal selbst zu befriedigen oder optimalen Sex mit einer Frau zu haben? Ja, weil ich fühle mich dann, ja, nicht, ja, beobachtet kann man ja nicht sagen, aber... Aber irgendwie so ein bisschen schon. Ja, es ist irgendwo eine so ein bisschen exhibitionistische Ader. Ja. Ne? Sich zeigen und dabei irgendwie dann was empfinden. Ja. Ja. Mhm. Nur leider stoße ich damit auf wenig Verständnis. Also. Aber jetzt nochmal zurück zu den Frauen. Im Prinzip müssen auch viele Frauen das wirklich süß finden, wenn da so ein Kerl von 34 viele putzige kleine Steiftierchen oder auch nicht so ganz kleine rumstehen hat. Die wissen das ja nicht im ersten Moment, dass da auch eine sexuelle Komponente bei ist. Ja, Domian, musst du dir so vorstellen. Ich bin 1,98 Meter groß, ja. Wiege 110 Kilo. Ja. Und ich weiß nicht, ob du die Situation dann vorstellen kannst. Die Tür geht auf, im Schlafzimmer, und die stehen da. Und was ich auch nicht leiden kann, wenn jemand Fremder die anfasst. Ach so. Zum Beispiel, wo ich den anderen Keller angemietet habe für die Umlagerung, weil der andere Keller zu klein war, ja, für die Stalltiere. Da wollte auch jemand helfen. Ich wäre da fast durchgedreht. Das, so. du, das ist du, nur für mich. Die dürfen nicht gestreichelt, nicht gekuschelt werden von anderen Leuten? Nein, das sind meine. Auch nicht von einer Frau? Nein. Auch nicht von einer Frau? Nein. Hast du denn eigentlich schon mal eine längere Beziehung gehabt in all den Jahren? Na, ja, nur mit meiner Mutter, also keine Beziehung mit meiner Mutter, also ja, als Frau gesehen. Ja, also eine längere sexuelle Beziehung zu einer Frau hattest du noch nicht? Nein. Nee. Könnte es sein, dass du vielleicht doch schwul bist? Nein, das ist... Nein, ich frage ja nur, könnte ja sein. Ich, ja. Nein, wir machen ganz normalen Verkehr und ja. Nur es ist halt... Ja, es hört sich wirklich bescheuert an, ne? Nee, es ist halt ungewöhnlich, aber bescheuert ist es nicht. Es ist ungewöhnlich, sagen wir es so. Einigen wir uns darauf. Was machst du vom Beruf, Dirk? Was machst du vom Beruf? Schlosser. Mhm. Ja. Dann musst du dich doch auch schämen, mal irgendwie Kumpels mit nach Hause zu nehmen, oder? Bei mir zu Hause läuft gar nichts. Das ist also das ist mein Raum, den ich für mich habe und ich weiß auch, wie die reagieren würden. Ich könnte einpacken auf der Arbeit. Also das hältst du alles ganz geheim. Das kriegen die gar nicht mit. Die würden sich wahrscheinlich irre lustig machen über dich. Da können wir von ausgehen. Ja. Gibt es Steiftiere, deren Augen du so attraktiv findest, dass du sagst, das ist eigentlich das für mich prickelndste, wenn dieses Steiftier mich anguckt? Ja, das wäre einmal der Glurax, das ist ein neueres Steiftier, das ist von den Pokémon. Ja. Und dieses Pokémon selber hier, dieses Pikachu, ja, das Quietschgelbe. Ja. Das da, auch von der Form her. Ja. Da, weil es auch einen großen Kopf hat. Und die Augen, die sind so, als ob die sagen wollen, gut, du, ja. Gut, du bist klasse oder so. Ja. Ran, weiter so, oder voran, oder irgend sowas. Also, die feuern dich quasi an. Die feuern dich an und machen dir Komplimente. Ja, jetzt, ich höre dich nicht sprechen. Ich nee, hab keinen Kopf oder nee, so. Nee, ist mir klar. Also, wenn ich ins Gesicht guck, dann sehe ich, also, so mit Gedanken jetzt, ne? Weißt du, Dirk, ich habe ja immer alles Verständnis für alle schrägen Sachen, die man so betreibt. Ich finde das auch bis zu einem gewissen Grade völlig okay und gar nicht sonderlich bemerkenswert, was du da machst. Es ist nur schräg. Ich finde in dem Moment das bedenklich, wenn so ein Tick, es ist ja ein Tick, kann man ja sagen, wenn so ein Tick überhand nimmt und du irgendwie gar nicht mehr fähig bist zu normalen Beziehungen. Nein, das ich,
Ja, nee, irgendwas ist da ja im Argen. Wenn du sagst, dass du mit 34 Jahren noch keine längere Beziehung hattest, dass deine Hauptbezugsperson die Mutter war, dass letztendlich alles, was so an erotischer Fantasie hauptsächlich läuft, über diese Steiftiere geht, das ist bedenklich, finde ich. Hm. Wie soll es denn weitergehen? Hast du nicht den Wunsch, auch mal irgendwie fest mit einer Frau zusammen zu sein? Ich lebe jetzt schon so lange mit denen zusammen und die haben alle ihren bestimmten Platz und das muss auch so stehen, die Richtung, Ach so, das heißt, eine Frau würde stören? Nein, ich hätte natürlich selbstverständlich gerne eine Beziehung, aber nicht jetzt so wie verheiratet sein oder so. Mhm. So, dass man auch mal sich ein zweites Mal sieht, nicht nur einmal. Ja, aber dann musst du halt auch ein paar Kompromisse machen, dass die Frau auch mal dein Steiftier anpacken darf und dass die auch das Ding mal ein bisschen zur Seite schieben kann. Sonst kommst du nicht aus den Socken. Sonst wird das immer, immer verrückter. Und in 10 Jahren kriegst du überhaupt keine Frau mehr mit. Das meinte ich gerade damit. Ich meine, wenn das zu sehr einen beansprucht und vereinnahmt, und den Eindruck habe ich bei dir, dann musst du was unternehmen. Weil du sonst vereinsamst. Und du vereinsamst, das glaube ich. Also soziale Kontakte habe ich. Also ich gehe mit Arbeitskollegen mit, wir gehen squashen, wir gehen bowlen. Also ist nicht so, dass ich hier so ein Splini bin oder so. Mhm. Das ist es nicht. Nur vielleicht soll es auch so sein. Also du hast mich angerufen, um das mal so zu erzählen, oder hast du mich angerufen, weil du da auch durchaus irgendwie eine Beklemmung selbst empfindest? Nein, ich wollte einfach nur mal fragen, oder vielleicht gibt es Menschen, die die gleichen Interessen haben, die... Ja. Ich meine, ich habe mal im Internet geguckt, aber das ist, ja, ich weiß nicht, vielleicht zu abstrakt oder keine Ahnung was. Also ich habe ja gelernt, dass es nichts gibt, was es nicht gibt. Und dass es alles gibt. Wenn sich bei uns jemand melden sollte, das würde ich sehr gerne machen, da würden wir den Kontakt herstellen. Ansonsten möchte ich dir wirklich nochmal sagen, ich finde es nicht bekloppt, was du da machst, wirklich nicht. Aber ich finde, du solltest auch ein Auge darauf halten, dass das nicht zu sehr überhand nimmt. Und ich wünsche dir eine Frau, einfach eine gute Beziehung. Das wäre nett. Das wäre es, ne? Das wäre es einfach. Und wenn sich bei uns jemand melden würde, dann telefonieren wir nochmal zu dritt miteinander. Okay? Okay, Domian. Alles Gute, Dirk. Ich bedanke mich. Tschüss. Das war der Dirk. 0800 220 50 50. Telefonnummer. Faxnummer 0800 220 50 51. Und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wir haben eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt euch bei mir melden. Zu welchem Thema auch immer. Nicht Gudrun. Heidrun, 42 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Heidrun. Hallo. Hallo, Heidrun. Da bist du. Ja. Du hast angerufen. Ja, habe ich. Und um was geht's? Ja, ich habe vor einem Jahr, bin ich zum Arzt gegangen und wusste leider nicht, was da rauskommt. Tja, und nun ist mein halber Vorderfuß weg. Es war ein arterieller Verschluss, was der Arzt leider nicht erkannt hat. Also der halbe Vorderfuß ist amputiert? Ja. Wann ist das gemacht worden? Das ist jetzt genau vor 8-9 Wochen. Vor 8-9 Wochen? Ja, die haben sehr lange gewartet. Weil normalerweise hätten sie den Fuß ganz abgenommen. Also mit welchen Beschwerden bist du denn damals zum Arzt gegangen? Ja, mein Fuß tat fürchterlich weh, der war am Brennen. Und der Arzt hat es leider irgendwie nicht erkannt oder ich weiß es nicht. Ich kann es nicht erklären, ich hatte fürchterliche Schmerzen und der hat dann einen Zinkverband da drum gemacht. Ein Zinkverband? Mhm. Wie? Zink? So richtig? Metall? Ein Metall? Nee, das ist so ein Verband, der sehr kalt ist. Und da der Fuß bei so einem arteriellen Verschluss, was ich jetzt erst weiß, sehr heiß wird, hat das natürlich sehr gut in dem Moment geholfen. Aber du bist der Auffassung, dass du fehlbehandelt worden bist? Ja, ja. Ich habe ja fürchterliche Schmerzen. Ich bin ja nach 2 Tagen sofort wieder hingegangen. Mhm. Und da hat er zu mir gesagt, entweder wir lassen den Verband dran und das wird besser, oder sie machen ab und das wird schlechter. Ja, und was macht man dann? Man lässt den dran. Ja. Das heißt, bist du denn die ganze Zeit bis zur Amputation auch bei demselben Arzt geblieben? Nee. Ich bin dann, ja, nach 3 Wochen, ich habe noch ein paar Mal gesagt, der Fuß wird immer dunkler. Mhm. Und dann bin ich einen Tag oder 2 Tage, bevor ich zu ihm hinkommen musste, habe ich einen Fuß gekriegt, der wurde ein bisschen blau, die Zehen. Ja.
Ja, und dann bin ich hingegangen und dann hat er sich das angeguckt und hat den Apparat rausgeholt und hat gemerkt, dass der Fuß nicht mehr durchblutet ist. Ich habe nur gesehen, dass er ein bisschen fahl im Gesicht aussah. Das war sofort aber ins Krankenhaus. Ah, das war ja immer noch der erstbehandelnde Arzt. Ja. Ja, also mit Notarzt. Ja, aber das ging dann ja doch über einen langen Zeitraum, vor einem Jahr. Über drei Wochen. Nee, du hast gesagt, vor einem Jahr fing das ja schon an. Ja, aber das ist dann drei Wochen. Ja, und dann bin ich 7,5 Wochen im Krankenhaus geblieben. Ja. Gut. Und dann bin ich wieder rausgekommen, weil die das einfach nicht amputieren wollten, den Fuß. Also eine Krankheitsgeschichte von einem knappen Jahr, welche dann darin endete, dass der Fuß doch halb amputiert werden musste. Genau. Ja. Jetzt ist es gerade von 9 Wochen her. Ich stelle mir vor, dass man da noch große Schmerzen hat. Ist das so? Nee, eigentlich komischerweise geht das eigentlich mit dem Fuß. Ja. Das Einzige, was ich eigentlich rüberbringen wollte, ist, tja, ich habe geraucht. Mhm. Ja, und viele sagen ihm einfach, das war's, ne? Ja. Also, ich habe auch einen bestehenden Beruf. Ich weiß es nicht, was ich eigentlich sehr böse bin über den Arzt, dass er mich nicht sofort... Also wir halten nochmal fest, du bist der Auffassung, wenn das anders behandelt worden wäre, hättest du deinen Fuß eventuell noch. Eventuell, genau. Gibt es einen, viele. Hast du eine Anzeige erstattet an dem? Ja. Ach so, das läuft. Das läuft. Ja. So, nun ist es aber geschehen. Ja. Und ich denke immer, wenn jemand einen Körperteil verloren hat, auch wenn es nur ein Stück ist, was heißt nur, ist das ein gravierender Lebenseinschnitt. Mhm. Wie verändert das dein Leben? Ja. Ich bin im Einzelhandel tätig, ich habe einen stehenden Beruf. Das heißt, du kannst deinem Beruf nicht mehr nachgehen? Nein, das meinen ja alle, dass ich das nachher doch wieder könnte. Ach so. Und ich sag mal so, ich bin eine Woche, ich habe die Amputation gehabt und nach einer Woche bin ich schon in der Reha. Ich war so gut drauf, dass ich nach einer Woche schon in die Reha konnte und nach 5 Wochen habe ich schon auf dem Fuß gestanden. Ja. Und das ist also sehr, sehr gut, was ich da durchgehalten habe. Ne? Ja. Dennoch rufst du mich an heute Abend, um darüber zu erzählen. Ja, das rufe ich deswegen an, weil mir das immer noch eben irgendwie wehtut, eben was da passiert ist. Man ist einfach aus dem Leben gerissen. Wenn ich jetzt, sag ich mal, den halben Fuß angucke und den ganzen, es ist nicht so dolle, ne? Also ich würde mal sagen, wir wollen mal ein bisschen vorsichtig sein. Aus dem Leben gerissen bist du nicht. Nein. Ne? Das ist doch, als ich das gehört habe, kann ich ganz ehrlich sagen, wollte ich mich erst umbringen. Im ersten Moment glaube ich schon, ja. Aber das, was du gerade geschildert hast, klingt ja ganz gut, ne? Dass die Reha-Maßnahmen gegriffen haben. Dass einem das natürlich auch einen schweren Schlag versetzt, ist völlig klar. Andererseits, wenn es denn schon geschehen ist, sollte man vielleicht auch froh sein und sich freuen, wenn es dann doch wieder vorangeht. Und ja. Wie bist du in einer Beziehung? Bist du verheiratet? Ich bin verheiratet. Ja. Und wir haben heute unseren Hochzeitstag. Deswegen, das ist genau heute passiert und wir sind genau heute 20 Jahre zusammen. Gratulation. Was sagt denn der Ehemann zu? Mein Mann hat gesagt, er hätte mich nicht wegen meinem Fuß geheiratet. Na. Das ist doch eine tolle Position. Ja, aber ich meine so, man denkt ja doch drüber nach. Man fehlt ein bisschen was da dran, ne? Und das, ich habe heute einen tollen Blumenstrauß gekriegt, muss ich sagen, ganz toll. Ja. Und er hat sich sehr viel Mühe gegeben und er steht immer hinter mir und es hat ihm sehr viel. Also hat da sehr viel, genauso gelitten wie ich auch. Ja. Ne? Also ich will sagen, Heino, das ist schon die halbe Miete, wenn man einen Partner hat, der dann in einer solchen Situation so nah und der zu einem steht. Ja. Und deswegen wollte ich das auch nochmal sagen, so, weil ich immer so höre, dass die Partner da nicht so hinterstehen. Ja. Wollte ich nur mal in der Sendung so nahe bringen, dass es doch auch gibt, dass da Männer so hinterstehen. Ich sag mal so, mein Mann hat da wirklich sehr viel getan. Also doppelte Gratulation von meiner Seite aus. Jetzt wünsche ich dir nur, dass das jetzt medizinisch auch weiter so sich entwickelt. Ja, das wünsche ich mir auch. Und dass du eigentlich vielleicht fast normal wieder leben wirst können, mit einer entsprechenden Prothese vermute ich. Ja, die kriege ich jetzt im nächsten Jahr. Und man muss ja auch bedenken, das ist ja auch noch keine Zeit, wenn so etwas 9 Wochen erst her ist. Ich glaube, dass man da auch eine ganze Weile für braucht, bis das gut verarbeitet ist. Nur ich wollte nochmal allen nochmal sagen, vorsichtig mit dem Rauchen. Ich habe, also ich sag mal so, das ist eine ganz seltene Krankheit und ich habe ganz, ganz großes Glück gehabt, dass es ein Professor gemacht hat, der extra gekommen ist und das amputiert hat. Aber ich kann allen sagen, passt auf mit dem Rauchen. Ich habe es auch nicht geglaubt. Und ich würde sagen, nicht passt auf mit dem Rauchen, sondern lasst das Rauchen sein. Ja, so. Aber ich denke mal, auch wenn ich den Fuß zeige, ich habe jetzt Bilder davon gesehen, nachher, wie mein Fuß ausgesehen hat. Ich habe ihn gesehen, so wie ich ihn, als ich ihn dran hatte. Und jetzt habe ich die Bilder, mein Mann hat das fotografiert und wegen dem Prozess haben wir das gemacht. Ich dachte, mir wird schlecht, als ich den Fuß gesehen habe. Also es sah wirklich sehr, sehr schlimm aus. Ich hoffe, du bist weg vom Rauchen.
Ja, ich rauche seit einem Jahr schon nicht mehr. Ich habe schon Sachen gehört, dass Leuten ein ganzes Bein amputiert worden ist, aufgrund des Rauchens, und die dann auch noch weiter rauchen. Gibt's alles. Also, da wird ich meinen Mann auch, glaube ich, erschießen. Ich wünsche dir von Herzen gute Besserung und auf, dass es weiter bergauf geht. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute für deine Sendung. Dankeschön, Heide, und du grüßt mir den Mann herzlich. Ja, mache ich. Tschüss. Tschüss. Die Sabine ist hier. Sabine ist 35 Jahre alt. Genau. Hallo. Hallo. Sabine, um was geht's? Über was unterhalten wir beide uns? Wir unterhalten uns darüber, dass wir gechattet haben mit einer Beamaus und das ein super geiles Erlebnis. Also nicht wir beide haben nicht gechattet. Nein. Nee. Also wir haben mit einer Beamaus gechattet. Genau. Also du hast mit deinem Partner gechattet und ihr habt dann eine Beamaus getroffen. Genau. Eine bisexuelle junge Frau. Mhm. Ne? Genannt Beamaus. Ja. Ja. Genau. Wie lange habt ihr gechattet? Wo? Nee, wie lange erstmal? Nein, wir chatten ab und zu mal. Ja. Das heißt so in Erotik-Chats. Ja. Und eigentlich suchen wir ein Paar, aber das ist ja auch nicht so einfach. Nee. Und dann haben wir halt diese nette junge Dame kennengelernt. Ja. Und dann haben wir halt per Cam zusammen gechattet, um zu gucken, wie man so aussieht. Sitzt man da nackt vor der Cam oder wie geht das? Nein, dann ist man doch angezogen. Ach, man ist angezogen. Mit Gesicht, mit allem drum und dran? Ja. Ja. Mhm. Also es ist quasi wie so ein kleines Fernsehen, so wie das wir jetzt machen, nur ein bisschen in kleiner, ne? Genau. Mhm. Und dann haben wir ein paar Mal zusammen gechattet und dann haben wir beschlossen, dass wir uns mal treffen. Ja, aber über den Chat ist noch kein Sex gelaufen, gar nichts. Nein, gar nicht. Mhm. Dann habt ihr euch getroffen mit ihr. Wie alt ist sie? 42. Ist sie alleinstehend, Single? Ja. Ja. So, dann habt ihr euch getroffen. Mhm. Sie wohnt offensichtlich nicht so sehr weit weg von euch, oder? Nein, so ein paar Kilometer. Wie praktisch. Ja, genau. War das deine erste bisexuelle Erfahrung? Nein, meine dritte. Die dritte? Mhm. Mhm. Und dann ist es zu einer richtigen Dreier-Gruppensex-Geschichte gekommen? Ja. Mit allem drum und dran? Mhm, mit allem, was dazugehört. Ja. Ist dein Mann nicht eifersüchtig, wenn du dann mit einer anderen Frau rummachst? Nein, eigentlich nicht. Also ich denke nicht. Nein, wir haben uns aber nicht drüber unterhalten, aber ich denke nicht. Also wenn du es zum dritten Mal gemacht hast, bist du ja auch noch nicht so ein Profi in Sachen lesbischen Sex. Nein. Wie ist denn das für dich? Ja, es war schon eine ganz neue Erfahrung, weil das die ersten zwei Mal waren wirklich nur so, so ein bisschen. Ja. Und jetzt war es doch sehr extrem und das ist dann doch schon eine Umstellung für jemanden. Ja. Aber es war eine sehr interessante Erfahrung. Also eine Umstellung? Heißt das, dass dich das dann wirklich genauso geil macht wie ein Mann? Ja. Ja. Das ist also genau das Gleiche. Aber ist ja verrückt, ne? Wenn du bist, ich sag jetzt mal, in dem Fall schon 35 und hast es vorher gar nicht so bemerkt, dass du auf sowas auch abfährst. Nein. Oder hast du so Gedanken schon mal gehabt? Nein, noch nie. Mhm. Also wie gesagt, bevor ich es gemacht habe, gut, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Aber vorher hätte ich nie darüber nachgedacht, dass ich sowas mal machen würde. Ja. Aber jetzt würde ich jedem raten, er sollte das mal ausprobieren. Weißt du, was interessant ist? Was? Dass meistens immer die Mädels da viel experimentierfreudiger sind. Und dass die Männer eher gebremst sind mit bisexuellen Erfahrungen. Zumindest zumindest reden sie nicht darüber. Genau, ich sag mal, viele trauen sich nicht, darüber zu reden. Ja. Und deswegen, ich denke, viele wollen es ausprobieren, trauen sich aber dann doch nicht, darüber zu reden. Apropos Männer, ist dein Mann eigentlich dein Partner in der Nähe im Moment? Ja. Könnte ich mit ihm vielleicht auch mal kurz reden? Ja, warte, einen Moment. Das ist ja schön. Oh, jetzt will er vielleicht gar nicht. Hab ich... Ja, hallo. Jetzt habe ich dich überfallen. Hallo. Och, nö, ich habe auf dem anderen Fernseher geguckt, damit es nicht stört. Mit wem rede ich denn? Wie heißt du? Mit dem Guido. Mit dem Guido. Mhm. Jetzt haben wir gerade, hast du gehört, über was wir gerade zum Schluss gesprochen haben? Ja. Hast du denn auch so eventuell so eine bisexuelle Ader und würdest das mal ausprobieren wollen mit einem Mann? Nee, habe ich schon ausprobiert. Ach, hast du schon ausprobiert? Mhm. Achso, du bist ein alter Hase diesbezüglich. Ja, wir hatten halt eben aufgrund, dass wir ja ein Paar suchen, da sollte eigentlich auch ein Bi-Paar sein. Ach so. Wo also beide Bi sind. Ja. Ist aber ziemlich schwierig zu finden. Ich meine, das ist natürlich genial, ne? Wenn wäre man der Hammer, ne, ein Bi-Paar findet, dann kann man ja allen Sex, den man sich nur denken kann, kreuz und quer praktizieren. Ja, so ungefähr. Das wäre wär unser Idealfall. Der Hammer ist das. Aber ist schwierig zu finden. Lass uns nochmal über die Geschichte mit der Bi-Maus reden, der 42-Jährigen. Mhm. Ich habe gerade die Sabine gefragt, ob du denn nicht so ein bisschen eifersüchtig bist, wenn die beiden Frauen so richtig knallharten Sex miteinander machen. Wie ist es? Nee, kein bisschen. Im Gegenteil, es galt dich an, oder wie? Natürlich, ja? Natürlich. Wie hat man sich das vorzustellen? Ihr liegt alle auf einer großen Bettfläche. Mhm.
Und die beiden Frauen sind dabei und du liegst dann so ein bisschen daneben, guckst zu oder mischst du immer ein bisschen mit dann auch? Na, also anfangs habe ich Fotos gemacht, weil wir auch gerne fotografieren dabei. Ah, ja. Mhm. Ja, und mit der Zeit dann macht man mit, guckt, was die Frauen halt eben so miteinander machen und dann wird man einbezogen. Ist natürlich auch für dich dann wieder eine ganz geniale Situation, wovon alle Männer träumen, ne, von zwei Frauen verwöhnt zu werden. Ja, wenn man da so in der Mitte liegt, eine rechts, eine links, ist schon Sagt man nicht nein. War aber leider unsere erste Erfahrung in der Richtung. Wir hatten zwar schon Paare, wo dann die Frauen so ein bisschen was untereinander gemacht haben, aber wir haben festgestellt, dass bei den Paaren meistens so ist, dass die Frauen bi sind, weil ihrem Mann gefällt. Ach so, die machen das dem zuliebe dann. Ja. Die sind sehr zurückhaltend dann und dadurch kommt also, optimale Vorstellung für dich wäre ein Bi-Paar. Ja, auf jeden Fall. Wie ist das denn bei dir? Wie alt bist du? Ich bin 34. 34. Wann hast du denn deinen ersten Kontakt mit einem Mann mal gehabt? Ich glaube, das geht schon auf die Schulzeit zurück. Ach so, immer wieder mal so ein bisschen und so leichte Bi-Erfahrungen. Ja. Mhm. Das ist dein Ideal, dieses Bi-Paar. Würdest aber auch gerne noch mal so eine Geschichte mit den beiden Frauen machen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns also so geeinigt, da wir sie ja jetzt endlich gefunden haben, dass wir uns jetzt hier und da, ich sag mal so, im Abstand von 2 bis 4 Wochen mal trifft. Cool. Ja, und dann halt eben, weil es soll ja was Besonderes bleiben. Ja, ja. Soll ja nicht was Alltägliches oder so Art Zweitbeziehung oder so werden. Das wäre ja... Ich dachte schon, das wäre nur so eine einmalige Sache jetzt gewesen. Nö, wir sind uns relativ einig, dass wir das fortsetzen. Das ist natürlich auch sehr schlau, dass man sagt, das darf nicht abstumpfen. Wir machen das nicht erst jede Woche. Wir machen es nur einmal im Monat oder vielleicht nur alle 6 Wochen einmal. Ja, oder so, wie man Lust hat halt eben, weil ich denke mal, das sollte auch ein bisschen Einfluss nehmen. Und dann freut man sich drauf. Und wie lange hat denn diese Bi-Session gedauert in der einen Nacht? Puh, wir waren, also ich sag mal so, die war bei uns und wir haben uns unterhalten und tralala, so das Übliche, wenn man so zusammensitzt. Ja. Und dann, ich sag mal, von 12, ja, weiß ich definitiv, haben wir halt eben angefangen bis morgens 5, 6. Wunderbar. Ja, war schon sehr angenehm. Das ist nicht schlecht. Aber ich denke mal, für das erste Mal dann alle aufgeregt und hin und her. Und dann dauert halt eh alles was länger. Und aber war schon gut, doch. Hat die fremde Dame bei euch geschlafen dann auch? Ja, die ist auch bei uns geblieben. Also auch sehr intim, so zu dritt in einem Bett? Mhm, ja. Ja? War das auch okay? Ja, natürlich. So, Guido, es hat mich gefreut, dich gesprochen zu haben. Ja. Jetzt gibst du mir bitte nochmal die Sabine. Ja, werde ich tun. Okay, kommt tschüss. Dann jetzt auch, ne? Tschüss. Da ist ein weiter Gang zum Telefon. Ja, hallo. Ja, genau, weiter Gang. Also, Guido ist ja ein netter Kerl, habe ich gerade schon gemerkt. Ja, danke. Wie lange seid ihr ein Paar? 14 Jahre. 14 Jahre. Mhm. Und wann kamt ihr auf die Idee, wir holen uns jetzt irgendwie neue Leute dazu? Vor circa 10 Jahren. Schon? Ja. Mhm. Aber wir haben damals über Happy Weekend. Bitte? Wir haben damals über die Zeitung Happy Weekend gesucht, aber das war nicht so. Das war der Reinfall schlechthin. Aber naja, gut, okay, da lernt man raus. Nun konnte ich mir vorstellen, dass es ein paar Zuschauer gibt, die sagen, ach, mit deren Ehe oder mit deren Beziehung, da stimmt was nicht, dass die sowas machen. Nein, das stimmt nicht. Also es hat damit weniger zu tun. Ich denke, es hat eher was damit zu tun, dass man auf sexuelle Weise etwas anderes erleben möchte. Ja. Nicht immer das Gleiche und unsere Beziehung ist vollkommen in Ordnung. Also ich glaube euch das. Und ich glaube sogar, dass solche Beziehungen unter Umständen viel mehr in Ordnung sind, als die anderen, die so krampfhaft ihren alten Weg gehen. Ja, glaube ich auch. Weil ihr seid offen, ihr sagt, wir wollen auch sexuell mal was anderes erleben, aber wir machen es zusammen, wir gehen nicht fremd und so. Ja, genau, in dem Moment muss keiner fremd gehen, es ist auch keiner eifersüchtig. Ja. Und das ist, glaube ich, der bessere Weg. Ja, finde ich eine tolle Lösung und wenn beide mit einverstanden sind, ist das sicher auch ein gutes Rezept, also ältere Beziehungen auch sexuell gut so am Laufen zu halten. Ja. Ne? Man macht immer wieder was Neues, man entdeckt was, da kommt derjenige dazu, diejenige dazu und so weiter. Ja, genau. Ja. Das ist doch ganz angenehm. So, wann ist das nächste Treffen mit der Bi-Maus avisiert? Keine Ahnung. Nein, wir haben uns noch nicht drüber unterhalten. Wir haben gesagt, wir melden uns, wenn einem von dreien danach ist und dann werden wir mal sehen. Ja. Aber wie Guido schon sagt, es sollte was Besonderes sein. Ja, muss man dann so machen. Nicht ne? das Alltägliche. Genau. Gut, Sabine, dann wünsche ich weiterhin viel Spaß bei all euren Experimenten und wünsche euch auch, dass ihr vielleicht noch ein Bi-Paar findet. Das wäre dann was ganz Besonderes. Ja, noch. Wäre ja nicht verkehrt. Genau. Alles vielleicht, Gute. Vielleicht jetzt über eure Sendung. Na, vielleicht. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Der Andreas ist hier und der ist 34. Ja, hallo. Hallo, Andreas. Hallo. Um was geht's? Ja, mein Thema ist
ich gehe manchmal raus und suche sexuelle Abenteuer. Mhm. Und mein besonderer Kick ist, es ohne Gummi zu machen. Mhm. Also auch die... Bist du schwul? Ja, ich bin homosexuell. Bist du in einer Beziehung? Nein. Nee. Nein. Und wo hast du deine sexuellen Kontakte? In schwulen Saunen oder auf dem Parkplatz. Also eine ganz anonyme Geschichten? Ja, eher anonym, ja. Ja. Und dein Kick ist es ab und zu? Ja, ich weiß, mir sind ja auch die Risiken bewusst, ist alles klar. Und ja, reden wir gleich drüber. Ich will es nur erstmal verstehen, genau wie das abläuft. Es ohne Gummi zu machen, aktiv oder auch passiv es ohne Gummi geschehen zu lassen? Ja, so oder so. Beides. Mhm. Mhm. Ja, wobei, ja, ich meine, klar, ist schon klar, also meine Grenze wäre da, jemanden abspritzen zu lassen, fände ich irgendwie sehr daneben. Aber eigene. Das verstehe ich nicht, wie meinst du das? Also, wenn ich mich jetzt ficken lasse, dann würde ich nicht zulassen, dass der in mir abspritzt. Ach so, das dann nicht? Nee. Ach so. Nee, das würde ich nicht. Also, sowas nicht, aber du machst es. Bei jemand anderem. Wenn die es zulassen? Wenn die es zulassen, vorausgesetzt natürlich, ja. Ja. Warum machst du das? Ein Kick, ja, aber warum Kick? Ja. Kein Bock mehr auf Leben? Nö, nein. Kann ich nicht erzählen. Also es passiert in dem Moment. Ja, aber was ist der Kick? Erklär's mal, du bist 34, willst du wissen? Du kannst es erklären bestimmt. Also ich habe irgendwann gemerkt, dass es mich total anmacht, irgendwie... Geh ich von aus. Warum? Dich macht es an, das Risiko einzugehen, dir eine tödliche Infektion zu holen? Ja. Warum? Ist dein Leben langweilig? Nö. Erklär's mir. Warum? Ich kann es nicht erklären. Doch, versuch es. Das ist so irrsinnig, dass du versuch es. Kannst du mir ja selber nicht erklären. Es ist ja einfach so. Und das passiert auch in dem Moment. Wenn ich da sitze und so, ich will, das ist alles Quatsch und ist alles Käse und in dem Moment, dann habe ich auch das Gefühl, ich würde wie in so eine andere Rolle schlüpfen. Was ist das für eine Rolle? Wie soll ich das denn beschreiben? Andersweise. Ja, irgendwie. Ich glaube, im Großen und Ganzen bin ich ein sehr selbstkontrollierter Mensch und da geht einfach alles durch, irgendwie auf einmal. Das ist irre, dass du das sagst. Ich bin ein sehr selbstkontrollierter Mensch. Ich hatte mal einen Bekannten vor langer Zeit, der selbst auch noch Arzt war und sehr wusste, was er da tut. Es gibt ja auch viele, entschuldige, dass ich hier nicht. Ich lasse mich immer ins Ende erzählen. Der hat einmal allerdings bewusst ungeschützten, auch ein Schwuler, ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einem HIV-erkrankten Menschen gehabt. Und er wusste das vorher. Mhm. Und hat mir, als ich ihn auch gefragt habe, warum? Und da hat er genau das gleiche geantwortet, was du gerade gesagt hast. Ich bin sonst immer ein so extrem kontrollierter Mensch. Ich habe eine Lust empfunden, mal über alle Grenzen hinwegzuschreiten. Also ich muss auch sagen, also irgendwie, ich hatte, für mich war diese, ich habe also auch Freunde, die HIV-positiv sind und meine Haltung war früher völlig, also distanziert und ich habe das total weit weggeschoben und ich habe, es hat mein Sexualleben auch total beeinflusst, also dass ich mich auch zu gar nichts mehr getraut habe anfangs. Ja. Also gut, das ist natürlich auch überreagiert. Ne? Ja, natürlich, klar. Wie lange, und dann habe ich irgendwann, wurde das für mich immer belangloser auch. Ich versuche irgendwie, ich weiß, dass das ein bisschen hingebogen ist, aber für mich das irgendwie so zu machen, dass die Risiken im Grunde genommen auf mich fallen. Gut. Und
dass ich, also ich würde... Das macht, was deine Person anbelangt, aber auch nicht besser. Nee, das ja? stimmt, das ist... Wie lange praktizierst du das schon so? Oh Gott. Kann ich schon Jahre? Ach so, länger noch nicht. Doch, Jahre. Jahre? Aber immer, es wurde einfach mit den Jahren mehr. Hattest zwischendurch aber auch keine feste Beziehung? Doch, ich hatte feste Beziehungen. Und hast du es dann dennoch gemacht? Da habe ich es unterdrückt. Hast du es unterdrückt? Mhm. Ja. Was machst du vom Beruf, wenn ich fragen darf? Ne, möchte ich nicht sagen. Möchtest du nicht sagen? Mhm. Ich frage deshalb, ist es ein Beruf, in dem du sehr viel Stress hast, in dem du auch sehr gut funktionieren musst? Ich muss gut funktionieren, mit aber viel Haltung. Mit viel Haltung bewahren den ganzen Tag und... Okay, wir wollen auch nicht... Das ist mein Beruf, ist eigentlich... Ja, wir wollen, mit Schweiz verbunden, aber eigentlich nicht so. Wir wollen auch nicht Hobbypsychologisieren. Ich finde, Andreas, dass man, dass es einfach Dinge gibt, denen man nicht nachgeben oder nachgehen sollte. Mhm. Das ist eine moralische Haltung. Ich weiß. Oder machen wir ein paar... Geh mal 2 Wochen arbeiten auf einer Aids-Station. Im Krankenhaus. Also weil du ja bewusst, wirklich absolut bewusst, jedes Mal dein Leben riskierst. Und nicht nur dein Leben, sondern auch deine Lebensqualität. Du läufst Gefahr und so weiter. Das muss ich alles gar nicht erzählen, was? Nee, muss auch nicht. Das ist mir auch klar, weil ich würde sitze, ist das alles irgendwie so gar kein Thema. So, du bist, ich merke das schon, du bist ein bisschen analytisch denkender Mensch. Irgendwie. Ich sitze dann manchmal neben mir. Ich stehe dann manchmal daneben mir und denke so... Ich würde von mir verlangen, wenn ich du wäre, ich würde von mir verlangen, herauszubekommen, was für ein Irrsinn ist in mir los, dass ich das tue. Mhm. Das wäre mein Anspruch an mich selbst, wenn ich du wäre. Mhm. Um das zu lösen, um das zu verstehen. Mhm. Weil da steckt mit Sicherheit ein Rattenschwanz von sehr vielen seltsamen, tiefen psychologischen Sachen hinter, die wir natürlich hier nun überhaupt nicht lösen können. Und das ist auch nicht meine Aufgabe. Ja, das würde ich von mir verlangen. Ja. Bevor ich mein Leben wegschmeiße. Vielleicht ist das aber ganz wichtig. Weil es gibt mehr Leute, die bereit sind, das zu tun, also ohne Gummi. Ja, das ist doch Wahnsinn. Ich weiß es. Eine ganze Menge Leute. Ich weiß es. Und ich bin lang genug in AIDS-Initiativen engagiert, um zu wissen, was diese Krankheit bedeutet und was für ein Leid damit verbunden ist. Es ist für mich unfassbar, dass so etwas stattfindet. Aber wie gesagt, das ist für dich letztendlich, wie wir uns jetzt unterhalten, für dich ja auch unfassbar. Und du lehnst es ja wahrscheinlich auch ab. Ja. Und in dem Moment aber ist alles irgendwie anders. Irgendwie Verstand ausgeschaltet. Genau. Und es geht irgendwie auf eine, ich weiß nicht, auf was für einer Ebene das auf einmal abläuft. Und das musst du rauskriegen. Mhm. Das ist ja auch spannend. Das ist auch spannend für deine Ich-Analyse und Ich-Findung. Es ist ja interessant. Es gibt auch so Phasen, wo ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie gefährdeter und wo man irgendwie so total drauf ist und irgendwie auch nur dann an Sex denkt. Und dann gibt es Phasen, wo es ganz okay ist, wo ich auch da kein Problem mit habe. Nun erfährt man das ja nicht sofort immer, wenn man so etwas gemacht hat, ob man sich infiziert hat. Rennst du ständig zum Arzt und lässt AIDS-Tests machen? Ich mache so alle Vierteljahr ein. Ja. Und wir reden immer nur über AIDS. Es gibt ja nur noch eine ganze Menge anderer schwerer Krankheiten, um nicht nur eine tödliche Krankheit Hepatitis C zu nennen, die du dir genauso holen kannst. Mhm. Lebst du denn danach dann auch immer in einer permanenten Angst? Habe ich es jetzt? Das war vor Jahren so, das ist nicht mehr. Nee, ich habe da, weiß ich nicht, das ist ganz merkwürdig irgendwie. Ich habe da... Auch die Situation, dann vor dem Arzt zu sitzen und wenn der sich das Ergebnis dann anguckt und es dir mitteilt, sitzt du ganz cool da. Ja. Mhm. So, dann ist die Sendung vorbei. Wenn ich du wäre, würde ich mir auf die Schliche kommen wollen. Ja. Alles Gute, Andreas. Okay. Tschüss. Danke, tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Morgen ist Feiertag. Das heißt, jetzt ist ja schon Feiertag, der Tag der Deutschen Einheit. Das heißt, wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ich bedanke mich bei meinem Team diese Woche, bei Uli Kapp, Wolfram Zwickowski, Marco Rössler, Uwe Petersen, Tim Stienauer, Christian Part, Katrin Bayer und Elke Büchter. Jetzt wünsche ich euch ein schönes, sehr langes Wochenende. Ist ja toll, dass ich
dass dieses Jahr so auf den Freitag einfindet, der Tag der Deutschen Einheit. Ja, also schönes Wochenende und wir sehen uns, wie gesagt, dann in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder. Bis dahin, alles Gute, tschüss.